Ich bin Bickele, das sprechende Huhn. Beingelaut hat mich gezwungen, euch zu begrüßen. Außerdem ist er aber Summe. Abonniert ihn. Ja, ihr habt das schon gehört. Wir sind jetzt dabei. Knatschen mit dem Stuhl, so. Wir müssen die Ländereien einnehmen und ihn vernichten. Und ich habe mir überlegt, wir bauen einfach mal stumpf wieder einen Apfelspam und dann werden wir steinreich. Das kommt immer gut, das spielt Geld in die Kasse und dann bauen wir uns wieder so eine Armee aus übertrieben teuren Söldnern. Und, ja. Ratten? Ach so, ja klar, wir müssen ja jetzt wieder hier die ganze Wirtschaft aufbauen. Das heißt, wir brauchen Holz. Ja, setzt euch in die Scheiße. Wir müssen jetzt hier irgendwas bauen. Sonst baue ich jetzt hier eine... So. Schön vor die Scheiße. Dann macht auch keine mehr Verbrechen, weil die dann vor der Scheiße so gucken müssen, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So. Wir brauchen Holz, mein Lord. Seitdem ich Stronghold Crusader habe, kann ich diesen komischen Kommentator nicht leiden. Ich kann ihn nicht leiden. Hier ist kein Platz, mein Lord. Wir benötigen Holz, mein Lord. Das kotzt mich immer richtig an. Der König hat eine Armee aufgestellt und die Hauptstadt eingenommen. Da Lord Barclay den König zum Ketzer erklärt hat, ist unsere Bauernschaft nicht erfreut über die Ereignisse. Unsere Bauern leiden an der Fußfäule, mein Lord. Sie protestieren und sind für eine Woche in Streik getreten. Streik? Wie bitte? Unsere Truppen werden angegriffen. Die streiken doch nicht. Mein Kopf ab. Also sowas hier rebellieren gegen mein Königreich, kann ja mal gar nicht ab. Ich gebe mir hier Mühe, back den hier Eier und keine Ahnung was von Pickele, dem Hühnernamen, die wir noch nicht hatten. Fällt mir ein, Gackerliese oder Flattermarie, die hatten wir locker, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Pickele euch schön begrüßt. Wie können wir dienen? Rücken vor! Kommt mir das jetzt nur so taubstumm vor, oder warum hören wir die Sounds gerade nicht? Leute kommen auf die Burg. Eigentlich macht so ein Katapult doch ein bisschen Lärm, oder? Also irgendwie... Aber das kannst du dir eh in den Arsch schieben, diese Verteidigung, die die hier... Wenn man das Verteidigung nennen kann, arrangiert haben. Was laber ich denn? Die ist doch toll und ich reiß sie ab. Ach, scheiße. Ich hab keinen Bock mehr. Warum ist alles gegen mich? Fahr weg! Fahr weg! Oh, das ist doch so Kackwurst. Bewegen uns! Brechen auf! Boah, ich trick sich voll aus, Bitch. Lordschaft? Braucht ihr etwas? Wie ihr merkt, habe ich einen guten Plan von dem Game hier gerade. Ja, Sire. Unsere Truppen werden angegriffen. Ja, unsere Truppen werden angegriffen, die Leute arbeiten nicht, denen kann man es nicht recht machen. Nicht in die Sackgasse gehen. Hier lang. Ich sag jetzt nichts mehr dazu. Die zwei Bogenschützen machen den kalt. Drei sogar. Ja, warum mögen die mich nicht? Die mögen mich doch. Hier schiebe ich euch Geld und Äpfel in den Arsch, dann geht das schon. Beliebtheit 14, okay. Ah, was, die verabscheuen mich nicht. Ich bin hier beliebt, wie noch nie. Die wissen das nur nicht, dass die mich mögen. Dahin. Ja, Verbrecher. Ne, arbeiten tun sie nicht, aber Verbrecher sind sie immer noch. So, ihr guckt die Scheiße an. Ihr guckt die Scheiße an, los. Und da kommt ein Kind. Nee, ich wollte wissen, wer das ist. Hat keine Arbeitskräfte, Sire. Ein Verbrecher. Unsere Truppen werden angegriffen. Ach, leck mich doch. Ja, genau. Nö.
Ich habe ja sonst nichts zu tun, oder? Guten Abend, mein Herr. Deine Mama, guten Abend. Ja, halt die Fresse, ich krieg wieder die Scheißaufgaben. Die übelste, ja, ich hasse dich auch. Matthew. Ich hab euch wie mein eigen Fleisch und Blut aufgezogen, euch Land und Titel gewährt. Und das ist euer Dank? Ja, raste mal nicht so aus. Der ist voll aggressiv. Ich hab dem nichts getan. Leute kommen auf die Burg. Das war vielleicht dumm oder schlau. Ich weiß es nicht. Ich baue jetzt erstmal hier innen drin das hier ab, weil das braucht kein Mensch. Wir sind eure Leute. Ich diene euch gut. Wir generieren nach vorn. Wir sehen keinen Weg. Oh ja. Jawohl. Kann losgehen. Und das Ding soll hier vorgestellt werden. Achso, ja klar. Eure Beliebtheit steigt. Ja, wir haben kein Essen und die Beliebtheit steigt. Das ist doch ein tolles Volk. Ratten laufen auch noch durch die Gegend. Also ihr wisst schon, wenn ihr irgendwann mal von Deutschland wegziehen wollt, könnt ihr gerne hier zu der hässlichen Burg kommen. Also hässlich ist die nicht, die ist wunderschön, ihr wisst es nur nicht. Ein bisschen Steine verkaufen. Wir brauchen natürlich Hütten, ja klar. Und wir brauchen Anti-Scheißhäuser. Und wir brauchen noch mehr Holz. Und dafür brauchen wir weniger Stein. Mehr Holz, weniger Stein. Also ich hätte es nicht tun sollen, aber... Das passt da nicht hin, my lord. Jetzt ist zu spät. Das Land ist zu uneben. Jetzt müssen wir das so irgendwie klären. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Das ist schön. Unsere Vorräte wa- Die greifen uns nicht an, oder? Ich bringe schlechte Neuigkeiten, mein Herr. Der König die greifen uns an. Geil. Und die Hauptstadt eingenommen. Da Lord Barclay den König zum Ketzer erklärt hat, ist unsere Bauernschaft nicht erfreut über die Ereignisse. Was? Die Bauern leiden an der Fußfäule, my Lord. Sie protestieren und sind für eine Woche in Streik getreten. Die rebellieren gegen mich? Ich glaube, es hackt. Ich schieb ihnen hier Äpfel in den Arsch. Und was kriege ich dafür? Gar nichts. Die ollen Schnorrer. Banausen. Oh, zum Glück habe ich noch ein paar Truppen gebaut. Ich wollte eigentlich damit die Ländereien einnehmen, aber... Soll wohl nicht. Ach ja, dann müssen wir bestimmt auch noch irgendwas wegen hier Kriminalität machen, ne? Ach, dazu haben wir kein keinen Stein. Ja, dann, dann ist Verbrechen jetzt legal. Wir brauchen Holz, my Lord. Da kann man nichts ändern. Kann sie nichts dran machen. Alter. Alter Falter. Sicher. Jawohl. Ja, jawohl. Ich habe im Übrigen auch Spielgeschwindigkeit 90. Nur als kleine Info, weil ich das vergessen habe, wegen dem Katapult runterzustellen. Zu den Äxten. Ich hoffe mal, das macht nichts. Wenn es zu schnell ist, dann ist das zu schnell. Kann ich auch nichts mehr ändern. Lol. Lol, 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 lol. Oh, geiler Bug. Ich lebe, um die Axt zu werfen. Jawohl. Ja, das war halt mal so ein Bug. Den hätten wir auch mal kennen, den Herrn Buck. Der kommt immer ab und zu vorbei. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Ja, der Herr Buck bricht aber keine Gesetze, nur die Bauern. Ey, wir können jetzt das Dings bauen. Das passt da nicht hin, my Lord. Wir sind zu dicht am Feind für den Bauer. Wo ist denn da ein Ach so. Bereit machen, Piken. Ah, okay. Hier laufen Ratten. Vielleicht kann ich da was drüber bauen, dann sind die weg. Aber es ist auch nur eine Hypothese, nennt sich das. So. Ey, das gehört mir. Verpiss dich.
Warum haben die denn jetzt hier schlechte Beliebtheit? Unbeliebt, my lord. Die Leute verlassen die Burg. Ja, wie, die verlassen die Burg? Ey, die Mission ist schwer. Mann. Warum ist diese Mission so schwer? Und warum sind die Sounds deaktiviert? Also ich meine jetzt so viel, das normal... Das war teuer. Jetzt reicht's. Halt, stopp. Sire? Pieken Schultern. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Solche gemeinen Armeen. Ein guter Tag zum Kämpfen. Ja, ich hoffe mal, meine Axtschleuder reißen das jetzt noch, sonst ist vorbei. Euer Befehl? Oder sie reißt. Ja, er hat sich geprügelt, olle. Das nenne ich Vaterland stolz. Jetzt muss ich meinen Lord prügeln. Verbrecher stehlen aus unserem Kornspeicher. Ne, wir laufen jetzt wieder weg. Oh, sind das viele. Dörfler haben Bären herumstreifen sehen, my Lord. Das hat sie sehr erschreckt. Ja, das ist der Plan. Bewerft meinen Lord. Ne, die sollen... Ich laufe jetzt mit meinem Lord um das Gebäude rum. Und, und die kassieren nebenbei. Und ganz nebenbei baue ich auch noch meine Wirtschaft so ein bisschen auf. Der Burgherr wird angegriffen. Nein, du Lappen. Nicht kämpfen. Unsere Truppen werden angegriffen. Hier, Wallhacken. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Was greift denn der an? Ach, da ist eh nichts drin. Verbrecher stehlen aus unserem Kornspeicher, Sire. Das ist doch... Also in jeder Folge laufen wir mit dem Lord weg. Ich bin gerade ein bisschen... Ich muss nachdenken. Reden und nachdenken ist immer so schwer, ne? 12 Minuten. Hier, Fokus. Mal... Hätte ich diese Axtwerfer nicht, ne? Ich wäre so aufgeschmissen. Der Burgherr wird angegriffen. In Ordnung. Krieger. Könnt ihr den mal töten? Ja, so, genau so. Hätten wir keine Äpfel, wäre ich, glaube ich, echt aufgeschmissen. Ey, die Vogelfreien, sauber. Die kämpfen hier für uns. Das finde ich geil, das finde ich echt geil. So, Entschuldigung, ich musste mal eben mein Mikrofon ein wenig verschieben. Verbrecher stehen aus unserem Kornspeicher, ja klar. Wir haben hier Krise und die beklauen uns. Ja, was heißt Krise? Na, wir schaukeln das zwar, aber... Hier, Oporte, KI. Oder Overport. Ja, Opowerte. Die KI ist voll opowered. Also, ich weiß zwar nicht, wie ein Mensch so viele Äxte ins Gesicht aushalten kann, aber na gut. Er richtet es mit seiner Mistgabe schon. Und sonst arbeiten hier die Kinder. Die kämpfen auch hier. Du da, greif an. Los, greif an! Schade. Mein Lord geht hier drauf. In den hintersten Winkel. Unsere Truppen werden angegriffen. Wie bitte? Wenn die sterben, ne, dann ist aber vorbei. Aus Norwegen, wisst ihr? Ja, deine Mutter ist aus Norwegen. Ich bin ein Norweger. Ich muss mal gucken, wie ich das hier am besten löse. Sie haben Steuern erhoben? Sowas gibt's es? Stirbt. Ja. Der Bauer stirbt. Ja, also wir haben ja jetzt schon eine gute Grundstruktur hier drin. Oder auch nicht. Wir müssen einfach jetzt Äpfel verkaufen und Truppen ausbilden. Und dann müssen wir irgendwann mit einer Überzahl uns befreien. Dann können wir uns aufbauen. Zum Glück kosten die nur Gold und keine Ehre. Ich bin mütterlich, also Norweger. Ja, deine Mutter ist Norweger. Ich weiß, hier ist voll schlechte Witze. Okay, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, ne? Ciao.